Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu The Dark Pictures House of Ashes. Wir machen jetzt hier weiter. Wow. Okay, und da haben wir eine schlimme Vorahnung schon mal gesehen zu Beginn. Ich glaube, der gerade erwischt worden ist, ist er hier, unser Freund mit dem Rohr. Oh, das darf auf jeden Fall nicht passieren. Und ich frage mich, wo sind wir hier? Gibt es hier was Interessantes noch dran zu sehen? Auf jeden Fall frage ich mich, was es mit dem ganzen grünen Zeug hier auf sich hat, hier unten. Diese Dinger sind ja auch so ähnlich wie Kokons hier. Ich glaube ja persönlich, die Dinger kommen ja dort raus. Also die schlüpfen da draußen. Also da raus aus diesen Dingern. Was haben wir hier? Ein Notizbuch. Gut, einmal anschauen das Ganze hier. Kann ich das aufblättern? Ja. Leere Seiten. Kann ich umblättern? Nein, kann ich nicht. Die Seiten wurden aber auch offenbar ein bisschen rausgerissen. Hier liegt jemand. Vielleicht ist das der Besitzer. Ein Tagebuch. Aber das muss ich ja auch mal so sagen, das sieht so ein bisschen säuremäßig auch hier aus an manchen Stellen. Wie ich finde. Hier sind die Seiten von dem Buch, würde ich meinen. Was haben wir hier? Taschenuhr. Okay, eine Frau darin. Die Frau könnte eventuell die sein, von der wir schon oftmals was gelesen hatten. Die sich verwandelt hatte, wo der Ehemann da dabei war und so. Das könnte das gut sein, denke ich mal. Was haben wir hier? Ja, das zeigt die Mary, an die ich mich erinnere, steht dort drauf. Das Bild ist von der Ehefrau, die sich verwandelt hat. Habe ich mir schon gedacht. Gleiche Frage. Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London. Zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir.
so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Die grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Fuck. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick hat sie erschossen. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf. Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein. Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Diese Dinger sind in unseren Köpfen. Sie wollten uns töten. Aber du und ich, wir stehen noch. Glaub dran, Salim. Wir kommen hier raus und sehen die Sonne wieder. Glaubst du denn wirklich daran? Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Motto der Marines. Oh, dann bin ich jetzt auch ein Marine? Eins nach dem anderen, okay? Okay. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so.
Oh Mann, sieht das echt heftig aus, das Ganze. Ich muss ja also sagen. Wo kommen diese Viecher wohl her? Scheint so. Fragt sich nur. Wo zur Hölle sind sie? Das sieht aus wie so eine Art Alien-Konstrukt, wenn ich mir das Ganze hier so anschaue. Also wirklich, ich würde jetzt eigentlich, wenn ich nicht wüsste, was das hier für ein Spiel ist oder so, würde ich sagen, das ist irgendein Alien-Spiel oder ein Alien-Film. Einfach so, wie das Ganze hier aussieht. Salim, hier drüben. Was hältst du davon? Dieser Ort könnte schon seit Tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Oh, da hinten war eine Klaue. Das hier. Salim, sieh mal hier. Das ist eine Art Sprengsatz. Klingt wie Musik. Da wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache. Vielleicht. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Ich muss ja mal so sagen. Sieh dich nur um. Ich hoffe, dass Salim sich nicht verwandelt. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Weil Salim wurde ja gekratzt. Ich hoffe so sehr, dass er sich nicht verwandelt, weil ich mag ihn echt sehr. Wo da oben sitzt so ein Ding drauf. Salim. Ah, das sieht anders aus. Sieh mal hier. Eine der Kreaturen. Nur älter. Uralt. Es ist aber tot, oder? Berühr's. Mach du doch. Weichei. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Weil vielleicht haben wir jetzt irgendwie damit andere hier aufmerksam gemacht auf uns. Ja, aber jedenfalls, ich hoffe, dass Salim sich nicht verwandelt wegen diesem Kratzer. Aber leider ahne ich es irgendwie. Wow. Ist das krass. Schau ihn an. Die Rüstung. Totaler Methusalem, der Kerl. Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein. Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Heute hat er relativ Montag.
Oh Mann, der arme Mann dort. Ich habe auch eine Vermutung, wer das war. Das war vielleicht der eine andere Mann von dem Prolog ganz am Anfang. Ja, und wer ja auch verletzt worden ist, ist ja die eine Frau, die Rachel. Also bei der bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die sich vielleicht noch verwandeln wird. Bei ihm hoffe ich es ja tatsächlich irgendwie nicht. Aber der Rachel sah es ja so aus, als ob die gebissen worden ist. Er ja nur gekratzt. Und wir wissen ja immer noch nicht, wodurch verwandeln die sich. Durch Kratzer und Bisse oder durch einen Biss oder so. Meine Güte, sieht das abgefahren hier aus. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, das Spiel. Ich würde sogar sagen, für die Dark Pictures spielen der beste Ableger. Bisher, würde ich einfach mal so sagen. Muss ich ganz klar sagen, gefällt mir sehr gut, das Spiel. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. So wie die Kamera hier gerade auf uns guckt. Also ich glaube gerade echt, dass wir hier nicht alleine sind. Aber wenn man sich das auch mal hier so anschaut. Hier, die sitzen alle wie auf solchen Plattformen da. Wie versteinert. Ich muss ja sagen, ich dachte vorhin ursprünglich, das wäre eine Kanone, wo einer davon dran saß. Schwierig zu sagen, was das ist. Das ist ein Schädel von denen. Salim. So, was haben wir denn hier? Okay, Stadtbewohner wurden befallen. Er hätte einen Zahnarzt gebraucht. Keine Reißzähne. Siehst du das? Der Knochen ist gebrochen, wo sie sein sollten. Als seien sie von innen herausgebrochen. Was meinst du? Vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire. Sie wurden infiziert. Mal sagen. Ich frage mich, ob die, die jetzt hier gerade vor uns sind, aufwachen können. Also mit einer Sache bin ich mir schon zuerst sicher. Oh nein. Rüber. Ja, sehr gut. Nein! Ah!
dich! Nicky, du warst echt die verdammte Kavallerie. Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Colonel, sie leben. Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40 mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Ein Moment. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra! Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Da. Ich hab's. Na super, Nick wurde auch gekratzt. Und da die Spielkamera so sehr da drauf gehalten hat, ich glaube wirklich leider, der wird sich auch noch mit verwandeln. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber leider auch nichts. Aber nun gut, Leute, wir machen jetzt hier nochmal Schluss. Nächste Folge geht's hier weiter. Ich glaube, wir nähern uns auf jeden Fall dem Finale. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüssi.